Wir beginnen die Montage, indem wir die eine Hälfte des Bogens vom Luno aufrechtstellen in Art Brücke, stellen die zwischen die Beine zur Stabilisierung, haben dadurch die Hände frei, stecken die beiden Rohrteile zusammen und durch das passgenaue Loch wird jetzt die Schraube mit der Hutmutter verschraubt und festgemacht. Dazu haben wir den 10er Schlüssel und drehen das fest. So, damit hätten wir schon die eine Hälfte fertig. Das wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Also Bogenteil wieder wie eine Brücke aufstellen, Rohrteil in den Bogen hineinstecken und dann die Schraube mit den beiden Hutmuttern durch das Loch stecken, verschrauben, mit dem Schraubenzieher nochmal anziehen und diese Ständerteile sind fertig. Die beiden Fußteile mit dem Bogen haben wir jetzt verbunden und jetzt ist es ganz einfach, der nächste Schritt. Wir stellen den Luno auf die Füße, die andere Hälfte auch auf den Fuß und zwar so, dass die beiden Platten mit den Rohrteilen exakt zueinander passen. So, und diese werden jetzt miteinander verbunden. Da stecken wir jetzt die Schraube durch mit Mutter und haben dann den 13er Schlüssel in dem Falle, der dann die beiden Enden fest miteinander verschraubt. Diese Verschraubung muss sehr fest gezogen werden, weil davon abhängig ist nachher ein Großteil der Stabilität des Lunos. Und das wird jetzt festgeschraubt. Das geht schnell. Diese beiden Schrauben werden fest angezogen, weil die die Kernstabilität des Ständers haben. Damit ist jetzt der Ständer Luno fertig montiert und wir können jetzt die Hängematten daran befestigen an den angeschweißten Ringösen, die an jeder Seite des Lunos zu sehen sind.